Mein Name ist Steffi Bresnik. Ich bin Krankenschwester und habe einen Kanal gegründet, der sich damit beschäftigt, welche Auswirkungen die ganzen Maßnahmen der Corona-Politik auf vor allen Dingen das Gesundheitswesen haben. Ich treffe mich heute mit Alexander Christ, der ein paar Fragen beantworten wird, die vor allen Dingen bei den Kollegen aus dem Gesundheitswesen aufgekommen sind bezüglich der unklaren rechtlichen Situation. Und dieser Kontakt ist zustande gekommen über die Klagepaten. Mein Name ist Alexander Christ. Ich bin Rechtsanwalt in Berlin, beschäftige mich vornehmlich mit dem Arbeitsrecht. Ich bin außerdem Pressesprecher der Anwälte für Aufklärung. Danke, Steffi, für die Einladung. Ich freue mich sehr über die Fragen. Bin gespannt, welche Rechtsprobleme aufgeworfen werden. Aber ich werde natürlich auch ein paar praktische Tipps einfließen lassen, wie man in der gegenwärtigen Situation am Arbeitsplatz, gerade in diesem wichtigen Bereich der Pflege, klarkommt mit den aktuellen Maßnahmen. Alexander, lass uns bitte noch mal über das Testen sprechen. Ist die Zeit, wenn ich mich testen muss, Arbeitszeit oder ist das Freizeit? Die Zeit, die ich fürs Testen aufwende, ist keine Arbeitszeit, rechtlich gesehen. Arbeitszeit fällt nur dann an, wenn ich den Weisungen des Arbeitgebers unterliege. Das heißt, wenn der Arbeitgeber mich beispielsweise anweisen könnte, den Test durchzuführen und ich würde das dann tun, dann erfülle ich die Weisung des Arbeitgebers und dann ist diese Zeit auch Arbeitszeit. Beim Testen ist es aber nicht so. Der Arbeitgeber erfüllt hier nur eine gesetzliche Verpflichtung, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz ergibt. Und dementsprechend ist es keine Weisung des Arbeitgebers, die ein Arbeitnehmer ausführt. Und damit ist es eine Zeit, die ich vor dem Beginn der eigentlichen Arbeitszeit aufwende. Es ist sozusagen die Voraussetzung, die ich erfüllen muss, damit ich überhaupt mit der Arbeit beginnen kann, damit die Arbeitszeit überhaupt beginnen kann. Okay, und wenn ich diesen Test jetzt gemacht habe, muss ich ihn dann meinem Arbeitgeber vorlegen oder muss ich diesen Test einfach nur haben? Ich muss den Test bei mir führen und ich muss entsprechend bereit sein, bei einer Kontrolle den Test vorzulegen. Vorlegen heißt nichts anderes als vorzeigen. Ich muss ihn also nicht abgeben, ich muss ihn nicht aus der Hand geben, sondern es reicht, wenn ich den Test zeige. Dann kann sich der Arbeitgeber oder ein Beauftragter des Arbeitgebers entsprechend einen Eindruck verschaffen und sehen, ja, der Test ist da. Kann entsprechend die Dokumentation vornehmen, also beispielsweise einen Haken in eine Liste setzen und das ist es auch. Ich muss den Test also nicht weggeben. Würdest du sagen, dass es zulässig ist, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel fordert, dass ich mein Testergebnis ihm per E-Mail mitteilen muss? Dass ich ihm das quasi schicken das muss? Das kann der Arbeitgeber nicht verlangen. Es ist eindeutig so, dass ich den Test einfach nur zur Kontrolle bei mir haben muss. Und es ist eben ganz klar, dass der Arbeitgeber keine Berechtigung hat, die Einreichung von solchen Tests zu verlangen. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass manche Arbeitgeber sagen, sie möchten den Test vorab zugeschickt bekommen. Das ist nicht zulässig. Und dazu besteht auch überhaupt kein Anlass. Also der Arbeitgeber hätte dann ja ein Gesundheitszeugnis, das er entsprechend wahrscheinlich abspeichern würde, jedenfalls eine Datenverarbeitung damit durchführen würde und wir hätten wieder einen Verstoß gegen Datenschutzregelungen. Also das ist auf gar keinen Fall zu verlangen. Wie würde sich das denn verhalten, wenn man jetzt ambulant arbeitet? Es gibt ja auch Kollegen, zum Beispiel in ambulanten Pflegediensten oder auch in der Eingliederungshilfe, die eben ambulant zu Patienten oder Klienten fahren. Müssten die dann vorab zur Betriebsstätte fahren, um diesen Test vorzulegen? Wie würdest du das einstufen? Im Infektionsschutzgesetz steht, dass der Arbeitgeber täglich eine Überwachung durchzuführen hat und regelmäßig zu dokumentieren hat. Regelmäßig heißt jetzt nicht jeden Tag, aber die Nachweiskontrollen sind täglich zu überwachen. Und das würde vielleicht ein bisschen Beurteilungsspielraum offen lassen.
ob ich tatsächlich an jedem Tag als Arbeitnehmer in meine Betriebsstätte fahren muss und dort etwas vorlegen muss. Unaufgefordert schon mal gar nicht. Aber wenn der Arbeitgeber mich dazu auffordert, das zu machen, dann muss ich eben zur Betriebsstätte kommen und muss dort den entsprechenden Nachweis vorzeigen. Wenn wir es jetzt mal aus der Arbeitgeberperspektive betrachten, wenn der Arbeitgeber täglich die Nachweiskontrollen zu überwachen hat, dann könnte das möglicherweise auch so aussehen, dass er nur täglich überwacht, ob eben andere von ihm beauftragte Arbeitnehmer Kollegen kontrollieren. Vielleicht sind ja Zweierteams irgendwo im Einsatz. Und wenn so ein Fall vorliegt, dann würde es womöglich schon reichen nach dieser Formulierung, wenn der Arbeitgeber jemanden aus diesem Team anweist, vor Ort dafür zu sorgen, dass diese Kontrollen durchgeführt werden. In der Praxis stellen sich da aber tatsächlich einige Hürden, wenn man nicht jeden Tag in eine Betriebsstätte fährt, sondern direkt zu Patienten beispielsweise fährt, dann würde man ja dort vor Ort entsprechend den Testnachweis einfach nur bei sich haben und könnte aus meiner Sicht ganz einfach abwarten, bis der Arbeitgeber einen auffordert und sagt, ich möchte jetzt, dass der Test an diesem speziellen Tag vorgezeigt wird. Ich würde also immer warten, bis ich vom Arbeitgeber aufgefordert werde, den Test vorzulegen. Wenn die Aufforderung erfolgt, dann lege ich ihn vor. Selbstständig im Vorhinein, unaufgefordert, würde ich das nicht empfehlen. Okay, danke. Das finde ich tatsächlich gerade ganz, ganz wichtig und spannend, dass wir als Arbeitnehmer nicht in der Pflicht sind, uns was zu überlegen, wie wir das beweisen, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das einfach ein Organisationsproblem des Arbeitgebers. Genau, man könnte es vereinfacht so sagen, der Arbeitgeber hat die Pflicht zu kontrollieren und regelmäßig zu dokumentieren und der Arbeitnehmer hat die Pflicht, den Nachweis bei sich zu führen. Okay, vielen Dank. Dann eine weitere Frage, die sich auch auf das Testen bezieht. Bisher ist es so gewesen, dass sich die Kollegen, die ja als qualifizierte Fachkräfte testen dürfen, auch selber testen durften. Das scheint jetzt anders zu sein. Jetzt gibt es die Vorgabe, dass diese Testung nicht mehr durch die Fachkraft selber durchzuführen ist, sondern durch andere. Wie gibt es da irgendwas Neues zum Gesetz? Aus meiner Sicht gilt ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, eine entsprechend geschulte Person, medizinisch geschulte Person, kann aus meiner Sicht weiterhin den Test selbst durchführen, aber es muss unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips eine weitere Person dabei sein, die die ordnungsgemäße Durchführung überwacht. Das würde aus meiner Sicht völlig ausreichen. Offenbar will man nur vermeiden, dass Menschen sich selbst alleine testen, möglicherweise nicht testen, sich aber dann ein entsprechendes Testzertifikat ausstellen. Ich halte es für sehr bedenklich, dass man hier einer breiten Gruppe von vornherein ein Misstrauen entgegenbringt und unterstellt, dass die Tests dann nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, wenn keine zweite Person dabei ist. Davon halte ich persönlich gar nichts, aber wenn man diesem Vier-Augen-Prinzip entsprechend folgen möchte, dann würde es aus meiner Sicht genügen, dass eben eine zweite Person dabei ist und medizinisch geschult kann man den Test dann trotzdem noch selbst machen. Okay, vielen Dank. Ja, auch das finde ich ganz spannend, weil es oft so ist, dass die Kollegen immer noch die Patienten und auch die anderen Kollegen testen, diese Reihentestungen machen, nur halt eben jetzt teilweise die Aufforderung bekommen haben, sich nicht mehr selber zu testen. Aber das würde ja dann mit dem Vier-Augen-Prinzip dann doch noch weiter funktionieren. Genau. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, was ist, wenn der Arbeitgeber hier eine ganz klare Weisung erteilt und sowas untersagt und sagt, es muss auf jeden Fall ein Test von einer fremden Person gemacht werden, von einer weiteren Person. Man darf ihn nicht mehr selbst machen. Eine solche Weisung wäre dann also eine arbeitgeberseitige Anweisung im Rahmen des Direktionsrechts. Die hat der Arbeitnehmer erstmal zu erfüllen, wenn der Arbeitgeber das so ausspricht. Wenn er die Weisung aber nicht für sachgerecht hält, dann kann man natürlich einer solchen Weisung widersprechen. In diesem Fall würde ich ganz entscheidend darauf Bezug nehmen, dass ich selbst ja eine geschulte, medizinisch geschulte Person bin und die entsprechende Fachkenntnis aufweise, um diesen Test selbst zu machen. Und das sollte aus meiner Sicht völlig ausreichen,
um zu begründen, dass man das natürlich selbst machen kann, denn es wäre ja dann unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips noch eine weitere Person dabei, die das beobachtet. Okay, vielen Dank. Gerne. Noch ein wichtiger Hinweis: Weitere Informationen finden sich auch auf der Webseite der Anwälte für Aufklärung und auf dem Telegram-Kanal der Anwälte für Aufklärung. Darüber hinaus auf der Webseite der Klagepaten und auf dem Telegram-Kanal der Klagepaten sowie auf meinem Telegram-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Videos werden folgen.